Moin und willkommen zum neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Denke mal, ihr könnt es schon erahnen, eine Selfie-Stange aus Carbon, 3 Meter lang. So, es gibt ja auch noch einen 2,70 Meter. Ich habe die jetzt hier in 3 Meter. Und so kann man drohnenähnliche Videos machen oder Bilder machen. Vor allem in Bereichen, wo man vielleicht nicht so mit der Drohne hinkommt. Aber wir packen das mal aus und ich werde mal so ein paar Bilder machen mit der GoPro 360. Also die GoPro Max ist das. Ist kompatibel für alle GoPros und Insta 360, X3, X4. Und dann schauen wir mal, hier gibt es eine kleine Tasche dazu. Aber das ist für mich weiter wichtig. Und ein bisschen Zubehör. Der Griff ist gummiert. Hier ist noch ein Gewinde, das heißt, ihr könnt das auch noch auf ein Stativ festschrauben, dann ist das ein bisschen höher als nur 3 Meter. So, ist relativ leicht, sollte es ja auch. Hat ein Gewicht von 240 Gramm. Und so sind das schon mal 40 Zentimeter. Und dann sind hier so einzelne Gummidichtungen, die sind noch mal extra dabei, falls welche kaputt gehen. Ja, ich schraube mal eine ran. Hier ist das mit der GoPro Max 360. Also es gibt hier noch einen anderen Kopf. Den kann man auch lösen. Und dann finde ich ganz gut so. Und eine 3 Meter, boah, das ist schon eine ordentliche Höhe. Ja, sitzt nicht sofort. Es gibt eine von Insta selber, die liegt bei 115 Euro oder sowas. Ich finde das ein bisschen teuer. Aber gut, dafür ist die Nitzer auch deutlich besser. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal gemeinsam raus und dann mache ich so ein paar Aufnahmen davon in Video und in Foto. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Dann nicht vergessen, auch die Schutzkappen, wie bei der Insta oder 360 oder hier bei der GoPro Max, die Schutzkappen drauf. Ja, und dann werde ich die jetzt mal ausfahren und dann werde ich mal ein bisschen filmen. Ist zwar jetzt nicht die Top-Location, aber schon mal besser als nichts. Es dreht sich ja nur um den Eindruck. Ja, hier sind wir nochmal in einer anderen Location. Ich hoffe, ich habe hier nicht so viele Störgeräusche. Ja, hier sind wir nochmal schön mit dieser 3 Meter Stange, Selfie-Stange, Entschuldigung. Hier haben wir auch noch einen See im Hintergrund. Wie gesagt, mal eine andere Location. Und ich wollte es auch nochmal zeigen, wenn man das mal hier so auf den Ständer schraubt. Dann ist man ja noch mal ein bisschen höher. Also ich kann den jetzt noch deutlich höher fahren. Dann bin ich so auf 5, 6 Meter. Weil das sind, glaube ich, noch mal so 2,5. Ist ein bisschen windig. Wir werden jetzt hier auch noch mal ein Foto davon machen.
wie ihr jetzt auch in den Videos sehen konntet, in den kleinen Ausschnitten, die Selfie-Stange wird auch hier rausgerendert bzw. rausgeschnitten, automatisch von der Kamera. Und ich schreibe euch in der Videobeschreibung die einzelnen Preise dazu auf. Und dann würde ich sagen, soll es auch hier gewesen sein. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtee. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.